Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind diesmal im Waldpark Oberammergau, wieder mit dem neuen TAI. Und ich bin jetzt erstmal nur mit dem ersten Lift hochgefahren, da gibt es ja zwei. Und fahre ich hier jetzt die Flowline, bisschen zum Aufwärmen. Und es hat gestern Abend noch relativ stark geregnet. Hier ist es jetzt hier ein bisschen nass. Ich habe vorher nachher den Wurzelsepp zu fahren, aber ich glaube, der ist oben. Gerade so lahm. Auch ganz anders hier im Gegensatz zu Geiskopf. Der ist jetzt nicht so spektakulär hier, der Trail. Ich finde, hier ist der in Geiskopf schon für mich zumindest besser. So, bin jetzt wieder hochgefahren und habe mich doch dafür entschieden, dass ich den kleinen Hobbit jetzt fahre. Mit dem Wurzelsepp, aber den gefallen wir uns dann später nochmal. Hier ist auf jeden Fall relativ schlammig und matschig. Ist hier ein Bonerlock. Drop mal nicht.
Boah, das macht viel mehr Bock als der Flow Trail. Eigentlich kann man das hier alle viel, viel schneller fahren. Bin noch voll angespannt. Gar nicht so richtig warm gefahren. Jetzt mal den linken da. Ich weiß gar nicht, welcher das ist, aber da bin ich schon mal gefahren. Einmal, glaube ich. Und der sah ganz cool aus. Deswegen schauen wir uns, hier ist ein bisschen matschig jetzt. Schauen, wie es jetzt hier aussieht. Okay. Mit dem Anbruch kommen. You've been waiting here for too long. Think it's time for you to move on. Realize it is realizing these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by. Hier ist es zum Glück jetzt nicht ganz so rutschig. Nicht ganz so viel Wasser drin, oder ich sage lieber nichts. Hier hätte man runterspringen können. Okay. Das sieht auch nicht schwer aus. Der macht mich Bock. Ich glaube, als nächstes werde ich den Wurzelsenf fahren. Ist relativ ähnlich wie die Enduro Line, kombiniert mit irgendwas anderem noch. Nice. Boah, wenn hier, hier sind so Gitter drauf. Ich wollte gerade sagen, wenn es hier rutschig ist, ist es sogar relativ rutschig. Trotz den Gittern. Die obere Abfahrt ist gar nicht so lang wie die untere, obwohl, glaube ich, der Lift unten kürzer ist. Aber hier macht es mehr Kurven und so, denke ich mal. Gerade da lang.